Ach ja, wie schön doch alles sein kann. Den Sonnenaufgang, Untergang oder allgemein die Sonne zu genießen und entsprechend am Steuer seines gemieteten Jeeps einzuschlafen, während man eine Safari-Tour macht. So in etwa könnte man meinen, ist diese Szenerie hier, aber in Wahrheit suchen wir einen Schatz, um den Arsch von Nates Bruder Sam zu retten und müssen hierzu nach Madagaskar. Ist jetzt nicht unbedingt der schlechteste Ort, wo man Urlaub machen kann und nach einem Schatz suchen kann, aber... Wow, wow, wow. Okay, okay. Rechtzeitig abgebremst. Hier mal umfahren. Ich kann nicht weiterfahren. Wenn ich jetzt nicht hätte weiterfahren können, wäre es wahrscheinlich ziemlich starker Denkmalschutz. Steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. So, und wir fahren einfach weiter mit unserem schönen Jeep. Worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Ich wette, dass wir sie benutzen okay, müssen. Euch fest. Wow. Puh. Warum sind die Reifen so rot? Die sind ja wirklich blutrot. Ich hoffe, dass wir nichts überfahren haben unterwegs, sondern dass es wirklich der Sand ist. Und ich bin wieder mal ein bisschen... Ich bin wieder ein bisschen stiller. Wir genießen einfach die Atmosphäre des Spiels. Also Nathan, du glaubst Avery, Chu und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihm im Nacken. Klar, hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Auch die Stimmen, wenn man zum Beispiel über einen Hügel fährt oder einfach mal ein bisschen runterfällt. Okay. Schau uns mal den Turm an. Ich komme mit. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Ach, was haben wir hier denn? Ein Drache? Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Neuer Tagebucheintrag. Was steht da jetzt? Es sind nicht nur Avery und Tew, sondern auch andere namhafte Kapitäne involviert. Christopher Condent, Schiff Fiery Dragon. Ich überlege gerade, es gibt ja so Serien bezüglich Wikinger, bezüglich ja, Fantasy allgemein mit Game of Thrones und bei Wikingern halt Vikings. Aber so richtig was über Piraten, so ein Pendant gibt's nicht, oder? Obwohl die Zeit da auch halt so richtig perfekt passen würde für so ein richtig blutiges und so weiter und so fort Abenteuer. Also für so ein richtig dreckiges Abenteuer. Vielleicht sollte man da eine Serie machen. Nur so als Idee, falls hier irgendein Serienproduzent zuschauen sollte. Schöne Grüße. Und wenn er mit der Idee sehr viel Geld verdient, dann ja, soll er sich bitte an mich erinnern. Und wenn sie ein Videospiel dazu machen, soll er mich ein Let's Play dazu machen lassen. So. Okay. Wir haben eine Banane gefunden. Geil. Nee, das ist ein Boomerang, oder? Mogul-Puderflasche. Plunderflasche, genau. Aus Elfenbein.
Eine Puderflasche. Ich tippe immer noch auf eine Banane. Das ist eine eindeutige Fehldeutung von Nate. Okay, alles gefunden. Die Fiery Dragon identifiziert. Weiter geht's. Ach, Sam bleibt da oben. Sally hätte ruhig mal den Wagen hochfahren können. Und los. Und nein. Und nein. Ach, komm schon. Na, vielleicht muss ich doch über die Steine. Ganz links probiere ich es mal. Da ist nicht so viel Schlamm. Hm. Oder doch. Ah, okay. Ich habe eine Idee. Wir müssen doch die Seilrutsche verwenden. Nicht die Seilrutsche, sondern ihr wisst, was ich meine. Und wir können sogar hier den Schlamm runterrutschen. Coole Sache. Ach, und da ist ein Baum, der sich perfekt dazu eignet. Hm, die Rinde ist abgeschält. Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. Ja, das da drüber wahrscheinlich, oder? Was macht Sam eigentlich? Man könnte meinen, dass man irgendwie eine Staffel Supernatural guckt, wenn man den Plot liest. Als Bruder von Sam musste ihn aus einer ziemlich glimpflichen Situation retten. Nein, ehrlich. Weiß ich noch nicht. Gut, ich dachte, das wäre nur der Anhänger hier. Ich wusste nicht, dass das Seil direkt schon dran befestigt ist. Okay, perfekt. So, das sollte reichen. Und der Rückweg geht hier rüber. Hat Spaß gemacht. Steiler, als es aussieht. Und los geht's. Okay, fertig. Probieren wir es. Auf geht's. Langsam. Mit angezogener Handbremse. Siehst du, Sally? Die Winde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. Autsch. Genieß den Anblick, Gentlemen. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Wir müssen ja nicht dem direkten Pfad folgen. Es gibt sicher viele Wege. Geduld, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Und all das schafften sie nur mit Papierkarten und der Hilfe der Sterne. Wie man das Segeln erklären. Der Punkt ist, die hatten es echt einfach. Ja. Dauert trotzdem ziemlich lang. Es ist ein bisschen open-worldiger, was auch im Vorhinein gesagt wurde, aber wirklich open-world ist es auch nicht. Man hat ein paar offenere Areale. Ja, was guckt Sally da aus dem Fenster? Stopp, stopp! Alter, ey. Was ein Schockmoment. Hier.
Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Also diese Explosion hat mir schon gerade einen kleinen Schrecken eingejagt. Okay, jetzt wird's ein Ticken open-worldiger. Jetzt können wir uns nämlich aussuchen, wie wir dieses Areal hier entsprechend betreten. Oh, den hatte ich gar nicht gesehen, aber danke, Spiel. Hohes Gras. Auch hier kann man sich verstecken. Es erinnert ein bisschen gerade vom Setting an Metal Gear 5, ne? Metal Gear Solid. Ich will nicht sagen, dass sie da irgendwie geklaut hätten oder sich daran orientiert hätten, aber es wirkt ähnlich. Oh oh. Okay, und im Kampfgebiet können wir tatsächlich auch uns hin und her schwingen, von Gebäude zu Gebäude. Oh, leise hier. Ach, wir haben nur eine Pistole, dann nehmen wir die voll mit. Ich glaube, das ist eine einzelschussbetriebene Waffe. Ja, und die Rafika... Uiuiui. Das habe ich mir nicht eingebildet. Er ist ein Scharfschütze, oder? Oh nein. Warum ändert ihr die Deckung nicht? Ich wollte nur die Deckung ändern. Oh, ich weiß nicht, wo die Fall ist. Oh oh. Schnell aufs Dach. Da haben wir eine gute Position. Okay, sie haben keine Ahnung, wo wir jetzt sind, oder wie? Okay, taktischer Positionswechsel. Keiner gesehen. Wenn es nur noch die zwei sind, dann würde ich sagen... Oh oh. Für den Effekt okay. Nochmal. Ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Ich glaube nicht, dass der Schatz hier schon sein dürfte. Ja, Moment. Sollen wir schon zum Wagen oder wollen wir erstmal hier uns umschauen? Anscheinend setzt Nadine bei Ausgrabungen immer noch auf Dynamit. Das dürfte Rafe nicht gerade freuen. Ich glaube, Rafe hat da nicht viel zu melden. Okay, die Entfernung habe ich so ein bisschen falsch eingeschätzt. Aha. Da, noch ein Siegel. Adam Baldridge regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler, Sklavenhändler.
Schurke durch und durch. Ich staune. Ja, der Knast. Viele Bücher. Gutes Allgemeinwissen. Es sind nicht nur Avery und Tew. Okay, das hatten wir auf der linken Seite. Adam Baldridge unter dem Siegel Sam Sully. Hey, Sully. Der Traum jedes Handwerkers. Leichte Bauschäden, Dach undicht, Vordertür leicht beschädigt, Rundumblick von allen Räumen. Vordertür leicht beschädigt. Ja, kann man so sagen. Und da haben wir unser Auto. Ach, hier, ich hätte nur den Zünder hier aktivieren müssen. Gut, wir standen auch nur so einen halben Meter davor, glaube ich, oder? Ja, also Sprengmeister werden wir nicht mehr, aber für Uncharted reicht's. Oh-oh. Okay, ich denke mal, hier können wir nicht weiter. Ach, da, über die Brücke. Moment, das möchte ich jetzt nochmal optisch untersuchen. Und die richten sich langsam wieder auf. Es wirkt zwar leicht körnig, aber ich finde, allein der Effekt ist schon cool. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Alter, jetzt haben die mir den zweiten Schock innerhalb kürzester Zeit eingejagt. Ach, die Brücke einfach einstürzen lassen weiter. Ach, gute Idee. Ja. Krass, ne? Ich hoffe mal, das funktioniert. Ja, komm schon. Komm, komm. Und wieder die Winde, Sully. Echt praktisch, oder? Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Eine Sache möchte ich übrigens auch nochmal anmerken. Ich rede ja hin und wieder von den Details von Uncharted. Ach, die Winde ist schon wieder eingezogen, oder wie? Ich rede ja immer wieder von den Details, die das Spiel hat. Achtet mal hinten auf das, auf den Benzinkanister. Während wir über hügelige Landschaften fahren oder abbiegen. Hier schaut mal, nach rechts oder links lenkend. Ich muss den irgendwie mal in... Es fällt beim normalen Fahren auch auf. So, jetzt vielleicht. Wer immer so langsam, aber sicher mitwippt. Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Nate, clever wie immer. Hey, Sam, wenn ich mal fragen darf. Wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ach, weißt du, lesen. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche geholt. Und hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hat. Nur für den Fall, weißt du? Ja. Und außer den Büchern, Liegestütze, Rauchen,
Vielleicht aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Das war's eigentlich. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Ihn gebeten, einen Brief zu schicken. An dein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Okay. Shoreline hat anscheinend was gefunden. Langsam. Alles klar. Okay, ich würde sagen, wir nehmen nicht den Vordereingang. Ja, also... Aber ich habe meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Okay, schön. Bin gleich zurück. Ich warte hier bei Sam. Hier gab es auch einen Weg dahin, oder? Täusche ich mich? Ja, ich täusche mich. Gut, dann fahren wir weiter hoch. Hier, wenn ich so überlege, ich hatte vor Jahrzehnten tatsächlich mal mit Alcazar zu tun, bevor ich euch beide war. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Ja, damals war er noch nicht der Mann, der er heute ist. Er stand doch ziemlich unten auf dem Kalender. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnittdrucke verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt hatte. Er stand auf Shoguns und so Zeug. Alcazar war der Mittelsmann. Wie war er so? Ein Mann der leisen Töne, aber mit Feuer. Könnte er bei der kleinsten Gelegenheit explodieren. Schaut euch das an, Leute. Was ist das? Jetzt haben wir den Dialog unterbrochen. Redet doch weiter, Leute. Oh, was haben wir da denn? Heilige Scheiße. Von hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Hey, seht. Da ist die Stadt. Und da ist das Flusstal. Okay, wir gucken auch noch mal ganz kurz. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur... Finden wir ihn einfach. Oh ja. Oh ja, finden wir ihn einfach. Und da hinten sieht man wirklich die Stadt... Wow, das war nicht gerade imitiert, das Geräusch, sondern wir haben tatsächlich fast dasselbe Geräusch aus Versehen gemacht. Sehr gut. Also, wie geht's dir so? Ja, noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen halben Spaß dabei. Ich auch. Okay, gut. Genug geplaudert. Weiter geht's. Das ist sicher eine Anspielung auf Assassin's Creed. Ich sehe es kommen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie... Gibt's da unten einen Haufen Heu? Es gibt einen Schatz in einem Vogelnest. Ja, aus Assassin's Creed der Vogel immer. Und was haben wir hier? Heute auf dem Hügel steht noch ein Turm. Shoreline-Söldner zu sehen. Schwer zu sagen. Ich hoffe mal, ganz optimistisch sagend, nein. Als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um und dann weiter. Okay, das waren jetzt erstmals Texturen, wo... Also die wirklich mal kurz nachgeladen haben. Okay, da die Brücke runterlassen.
Etwas fehl am Platz. Aber man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht irgendwas schützen will. Zum Beispiel ein Piratenschatz? Vielleicht. Noch ein Siegel. Und? Weißt du, wem es gehört? Ein Einhorn. Anne Bonny. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Anne Bonny. Zug um Zug. Brücke. Ich sehe mir mal die Zugbrücke an. Klingt gut. Hey, sei vorsichtig, Junge. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier hoch. Nate möchte aber nicht. Ach, wir können uns aber hier fallen lassen und hier nochmal weitergehen. Okay, hier waren wir schon. Aber geht's noch weiter hoch? Ich denke schon, deswegen... Okay, ich sehe mich hier oben mal um. Na okay, gut. Ohne es zu wissen, sind wir wirklich der Lösung des Rätsels auf der Spur. Ein erfahrener Uncharted-Spieler halt, ne? Oh, da sind Leute von Avery. Hallo. Nicht von Avery, sondern hier. Ihr wisst schon. Oh-oh. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Okay Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal lassen wir die Kiste fallen. Die Zugbrücke wird entsprechend runtergelassen. Und dann geht's weiter mit der Action in Uncharted 4. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann wieder. Macht's gut.